Einsamkeit ist überall. Damit meine ich nicht nur in der Gesellschaft, sondern vor allem auch in den Medien. In Großbritannien hat man sogar eine eigene Stelle im Ministerium geschaffen, um das Problem zu bekämpfen. Liebevoll Loneliness Minister genannt. Die Ursachen für Einsamkeit sind zahlreich, die Lösungen selten hilfreich. Auch dieses Video hier wird dir nicht sagen können, was genau die Lösung ist. Eine vermeintliche Antwort wäre ja, wir müssen wieder mehr Kontakte knüpfen, rausgehen, uns mal ordentlich anstrengen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Einsamkeit kann weder für introvertierte noch für extrovertierte Menschen allein durch die Anzahl der Sozialkontakte bekämpft werden. Introvertierte brauchen weniger soziale Kontakte. Nicht gar keine, aber weniger. Ich verbuche das in meinen Artikeln und Videos gerne als Sieg, weil wir Introvertierten nun mal häufig als schwächer, belasteter und unzulänglicher dargestellt werden. Da braucht es ein Gegengewicht und unsere Fähigkeit, gut allein sein zu können, ist dann natürlich praktisch. Nur gilt das halt leider nicht für jeden und auch nicht jederzeit. Denn wenn es heißt, Introvertierte bevorzugen einen kleinen sozialen Kreis, dann wächst natürlich auch der Druck auf die Auserwählten. Wenn jemand nur zwei sehr gute Freunde hat, dann müssen nahezu alle sozialen Bedürfnisse auch durch sie gedeckt werden. Fällt jemand weg, halbiert sich das soziale Potenzial sofort. Das Problem haben viele Extrovertierte natürlich nicht. Sie knüpfen an vielen Stellen Kontakte und sind grundlegend oftmals auch mit lockeren Bekanntschaften sehr zufrieden. Dabei ist alles und so. Wenn eine wichtige Person mal keine Zeit hat, ist das nicht das Ende der Welt. Also sind Extrovertierte im Vorteil, richtig? Ja und nein. Zum einen muss klar sein, dass Extrovertiertsein nicht automatisch bedeutet, dass man gut im Kontakte knüpfen ist. Es gibt schüchterne Extrovertierte und es gibt auch Menschen, die einfach nicht so gut ankommen. Ob nun selbstverschuldet oder durch die Wahl falscher Freunde. Zum anderen ist aber auch wichtig, dass wir alle zutiefst einsam sein können, wenn wir uns in einem Raum voller Menschen befinden. Einsamkeit ist eine fehlende Verbundenheit zum sozialen Umfeld. Ein Mangel an bedeutsamen Erfahrungen. Traurigkeit. Das tritt auch dann auf, wenn wir jederzeit jemanden treffen können oder total beliebt sind. Wahrscheinlich fällt es den meisten Extrovertierten leichter, sich einfach in ein neues Treffen oder eine neue Beziehung zu stürzen und negative Gefühle von sich zu schieben. Aber das bewahrt sie nicht grundlegend vor Einsamkeit. Auch sie brauchen einige tiefe Verbindungen, die mehr bieten als nur Ablenkung oder Spaß. Introvertierte haben vor allem damit zu kämpfen, dass sie tiefergehende Beziehungen wirklich brauchen. Wer nur sehr wenige soziale Energie zur Verfügung hat, der will sie an diejenigen geben, die wichtig sind und bleiben sollen. Aber diese tiefergehenden Beziehungen sind ja nicht umsonst etwas Besonderes. Die fallen nicht einfach so vom Himmel. Und da spielen dann all die Erklärungsversuche von Forschern, Politikern, Psychologen und Jugendkulturhassern hinein, die wir so oft hören. Zu viel Social Media, zu wenige Orte zum Treffen, zu viel Streit, zu wenig Sicherheit, zu viel psychische Belastung, zu viele Videospiele. Wer sich einfach nur nach sozialen Kontakten sehnt, kann relativ leicht Wege finden, um sozialer zu sein. Aber wer nach besonderen Kontakten sucht, der steht oft vor großen Herausforderungen. Und wer oft genug enttäuscht wird, der überlegt sich irgendwann, ob es nicht besser wäre, sich nur auf sich selbst zu verlassen. Es ist wahnsinnig bereichernd und stärkt auch das Selbstbewusstsein, wenn wir lernen, uns selbst genug zu sein. Nicht von anderen Personen abhängig zu sein, kann Einsamkeit also in vielerlei Hinsicht entgegenwirken. Wir müssen uns nicht anbiedern oder sinnlose Kontakte aufrechterhalten. Manchmal verlieren wir uns allerdings so sehr in der Ruhe der eigenen Gesellschaft, dass wir langsam verlernen, selbst ein wertvoller sozialer Kontakt für andere zu sein. Wir schließen ganz nebenbei Türen, die wir eigentlich nur angelehnt lassen wollten. Die Einsamkeit schleicht sich heimlich an. Und das Problem ist ja, unsere Bedürfnisse können sich auch mal ändern. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, lange kam ich super alleine klar. Aber jetzt habe ich mich doch ganz gut gefunden und mit mir arrangiert. Da kommt dann schon stärker das Bedürfnis auf, auch wieder neue soziale Bindungen zu kreieren. Weil nun mal die Frage im Raum steht. Jetzt, da ich weiß, wer ich bin, finde ich da vielleicht auch neue Menschen, die gut zu mir passen würden? PS, das ist natürlich kein Angriff auf die Freunde, die ich schon habe. Ihr seid super. Sich als Individuum zu finden, ist etwas, was heutzutage großgeschrieben wird in unserer Gesellschaft. Und das ist einerseits großartig. Und andererseits eben auch ein Grund, warum sich unsere Prioritäten verschieben können. Wer seine Teenagerjahre oder seine 20er oder 30er damit verbringt, sich selbst zur Priorität zu machen, der gewinnt viel Selbstbewusstsein und Charakter. Aber er verpasst es vielleicht auch, wertvolle Kontakte zu knüpfen. Und da nehmen sich Extrovertierte und Introvertierte irgendwie nicht viel.
Ich bin sowieso kein großer Freund von den meisten Wer-hat-es-schwerer-Diskussionen. Im Zweifel würde ich sogar sagen, dass wir es hier mit einem der Fälle zu tun haben, wo wir einander sehr gut verstehen können. Zumindest, wenn ich die extrovertierten Menschen anspreche, die sich ein bisschen mit ihrem Persönlichkeitstyp und ihren Bedürfnissen befasst haben. Dann nämlich reden wir alle darüber, dass es gar nicht darum geht, 100 Freunde zu haben, sondern darum, echte Verbindungen zu spüren. Langfristige, beständige Beziehungen, die uns in guten wie in schlechten Zeiten prägen und stützen. Ich weiß, manchmal wird aus der introvertierten Community heraus, die es so an sich ja gar nicht gibt, ein bisschen überkompensiert. Wer sich jahrelang anhören muss, dass er nicht gut genug ist, schießt halt mal zurück. Aber wenn es um Einsamkeit geht, dann können wir echt nicht behaupten, dass Extrovertierte es viel leichter haben. Man könnte sogar die Frage in den Raum werfen, ob Extrovertierte sehr lange gar nicht merken, dass ihnen etwas fehlt, weil sie ja eigentlich viele Menschen kennen und treffen. Allein und einsam zu unterscheiden, ist für viele immer noch Neuland. Ich weiß nicht, was du brauchst, um dich nicht einsam zu fühlen. Aber nun schnüffle ich ja schon seit über 5 Jahren unter Introvertierten nach Antworten. Und wir scheinen fast alle den Wunsch zu haben, tiefergehende Beziehungen zu entwickeln, die aber nicht an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Wir müssen Menschen nicht den ganzen Tag oder jeden Tag sehen, um sie zu schätzen. Im Gegenteil. Oftmals liegt das Besondere ja darin, dass die gemeinsame Zeit begrenzt ist, dafür aber umso schöner. Wahrscheinlich müsste jetzt hier der Teil des Videos beginnen, bei dem ich 5 praktische Tipps gebe. Aber ehrlicherweise wären die alle nur abgeschrieben. Wenn es Minister und hunderte Wissenschaftler braucht, um Einsamkeit in der Gesellschaft zu bekämpfen und zu verstehen, lauert die Antwort vielleicht einfach nicht in einem YouTube-Video. Tut mir ja leid. Solltest du introvertiert sein, kann ich dir nur anbieten, dorthin zu gehen, wo andere Introvertierte sich schon austauschen. Das geschieht natürlich einerseits in der Kommentarsektion unter Videos wie diesem hier. Aber es gibt auch Foren. In der Beschreibung ist ein Link für dich, da findest du einen Discord-Server, mehrere Foren und weiterführende Informationen. Ich denke nicht, dass Online-Kommunikation Einsamkeit wirklich effektiv bekämpfen kann. Aber ein bisschen Verständnis und Vertrautheit sind besser, als sich komplett allein zu fühlen. Und ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Einsamkeit nicht verschwindet, wenn wir Introvertierte und Extrovertierte gegeneinander ausspielen. Vor allem, weil wir alle mehr sind als nur eine Eigenschaft und Einsamkeit sich persönlich für jeden anders anfühlt.